Komm raus jetzt, du Scheiß. Haha, jetzt klappt's. So, der Schubladeneinbau kann natürlich immer wieder zu Problemen führen und ich hatte natürlich auch wieder Probleme. Ich wollte die unterste Schublade hier montieren und sie hat einfach nicht reingepasst. Ich habe doch hier mit Pocket Holes gearbeitet und jetzt haben wir das Problem, wie hier zum Beispiel seht ihr, da ist die Schraube und der Kopf, der steht hier seitlich so, ja, einen Millimeter ungefähr über. Und wenn wir uns jetzt natürlich vorstellen, dass wir das links und rechts jeweils haben, dann gehen uns hier schon 2 mm ab und wenn man so wie ich sehr genau gearbeitet hat, dann passt es halt nicht. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, ich habe die unterste Schubladenschiene einfach hier um 200 Cent, also das Brett hatte ich zufällig als Verschnitt, das habe ich einfach reingelegt, habe die Schiene draufgelegt und habe es verschraubt. Somit habe ich mir die untere Reihe Pocket Hole Schrauben erspart. Jetzt hatte ich aber auf der Rückseite von der Rückwand eine Pocket Hole Schraube genau getroffen und die habe ich mir einfach mit der, wie heißt das, ich weiß nicht wie der Fachbegriff, Winkelschneider und so einer Schrubbscheibe hier oder was ist das überhaupt für eine Scheibe, keine Ahnung, mit so einer Schleifscheibe habe ich das, die einfach abgeschliffen. Also hier die zweite Schublade habe ich jetzt hier so Meterstabstückchen wieder als Zwischenhalter. Das Problem ist, ich würde zwischen den Schubladen gerne ein bisschen mehr Platz lassen, aber ich habe das so knapp kalkuliert, dass ich zwischen den Schubladen nicht mehr Platz lassen darf. Habe einfach vergessen, dass wir hier unten die Böden noch jeweils 9 mm auftragen. Das habe ich nicht berechnet. Auf jeden Fall lege ich jetzt hier 4 so Meterstabstückchen rein, lege die nächste Schublade drauf und an die Schublade habe ich hier schon Schienen markiert. Jetzt habe ich quasi zwischen den beiden Schienen hier mit einem Messdingsbums, mit so einem Messschieber oder wie das heißt, habe ich hier drinnen den Abstand gemessen und habe mir genau auf den Abstand so eine Leiste zurechtgeschnitten. Und die kann ich jetzt hier so als Abstandhalter benutzen. Die Schubladenschienen haben hier diese Laschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier immer an der Lasche die Schraube reinmachen, damit die Schiene so ein bisschen beweglich ist, falls die Breite der Schublade nicht hundertprozentig passt. Bei mir passt es jetzt, okay? Dann könnte man theoretisch diese Laschen ein bisschen rein oder also rausbiegen. Und wir haben hier ein bisschen Spiel. Gut, also ich mache das jetzt so. Schiene rein. Schubladenauszug drauf, verschrauben und arbeite mich hoch und dann werden wir mal sehen, ob das dann passt. Es müsste passen, aber halt sehr, sehr knapp. Also ich habe wirklich dieses Mal sehr, sehr genau gearbeitet. Und? Ja, verkantet sich irgendwie. Hört sich besser an. Ah, seht ihr? Perfekto. Ja, sie zieht's rein. Gut. Ja, also es ist alles sehr knapp. Ich habe zwischen den Schubladen sehr wenig Platz. Und jetzt wird hier ein bisschen nachgearbeitet. Und zwar sehe ich jetzt schon, dass der Schlitz hier nicht perfekt gleich ist. Das heißt, hier ist ein bisschen schmäler wie da. Da werde ich jetzt hier die Schiene, die an der Schublade ist, ein bisschen versetzen. Nur ein Millimeterchen. Jetzt haben wir extra hier so Langlöcher, wo wir es nach vorne und hinten oder oben und unten verschieben können. Das heißt, ich werde hier in das oben und unten Langloch eine Schraube reinsetzen, werde die Schiene dementsprechend ein Millimeterchen hoch oder runter bewegen und das so einstellen, dass der Schlitz hier vorne einfach links und rechts genau gleich ist. Ja, und so arbeite ich mich jetzt bis oben und dann hoffe ich, dass die oberste Schiene, Schublade auch noch reinpasst. Und glaubt mir, es wäre nicht das erste Mal, dass die oberste Schublade nicht passt. Jetzt hat meine Methode natürlich wieder einen riesen Nachteil, den ich gerade entdeckt habe, folgendes. Ich weiß nicht, ob man es hier auf der Kamera sieht, aber irgendwas passt hier nicht. Jetzt habe ich einfach gemerkt, wenn ich meinen Winkel hier hinhalte, dass die Schiene, ja, seht ihr das? Da, also das passt überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, dass hier die erste Schiene passt noch und die zweite ist hinten fast 5 mm zu hoch. Die habe ich fast schief rangeschaut. Also sollten wir schon gucken, dass wir hier auch immer die Schienen gleich mit einem Winkel checken, ob alles passt. Und ich werde jetzt einfach hier die Schienen hinten wieder lockern, gerade mit einem Winkel befestigen und dann wird es irgendwie dann schon hoffentlich bald mal passen hier. Ich glaube, ich habe es doch vorhin schon mal erwähnt. Die oberste Schublade hier, die passt ganz genau rein. Also wirklich ganz genau. Die braucht aber natürlich auch ein bisschen Spielraum. Das heißt, es passt wieder nicht. Das wäre nicht das erste Mal, dass die oberste Schublade nicht passt. Mann, Leute, ich habe mich halt echt mit den Höhen verkalkuliert, weil ich vergessen habe zu berechnen, dass ich hier die Böden noch mit auftrage. Jetzt machen wir eigentlich Folgendes. Wir nehmen die Schublade raus, gucken hier oben, dass die oberste Schraube immer mindestens einen Zentimeter Abstand hat, was sehr gut aussieht. Und dann gehen wir mal zur Tischkreissäge. Es hätte ja zu schön sein können. Folgendes, wir nehmen jetzt hier die Absaugung raus, was ich sehr gut finde, dass das hier so leicht geht. Machen aber unbedingt einen Spaltkeil rein, weil ohne Spaltkeil schneide ich nicht. Und jetzt schneide ich hier einfach einen halben Zentimeter ab. Ein halber Zentimeter reicht mir.
Jawollo! Seht ihr, jetzt passt das. Warum mache ich solche Fehler? Natürlich nicht, weil mir die Fehler passieren würden. Ich würde das natürlich normalerweise alles perfekt machen. Sondern nur, um euch zu zeigen, welche Fehler geschehen können, damit ihr sie nicht macht. Und es ist immer noch kein Pfusch, okay? Es ist professionell beseitigt. Wenn ich es euch jetzt nicht zeigen würde, würde es kein Schwein merken, dass da irgendwas im Argen war. Und ich wollte einmal ein Möbelstück bauen, wo alles passt. Einmal. Yippie, ich habe jetzt alle Schubladen eingebaut. Die Abstände sind gut, es passt wirklich alles. So genau habe ich wirklich noch nie Schubladen gebaut. Aufmachen kann man sie auch schön und sie lassen sich auch wieder selbst schön schließen. Bitte geh zu, bitte geh zu. Ja, sie lassen sich sehr schön schließen. Wirklich alle, also es funktioniert gut. Als nächstes kommen die Blenden dran. Yeah. Ich habe mir jetzt aus einem Stück Multiblanc diese Frontplatte zugeschnitten und da basteln wir uns unsere Schubladenblenden. Und das ist eben ein fortlaufendes Muster, das war mir wichtig. Das läuft jetzt einmal hier so rundherum. Ich meine, hier, das passt nicht genau zusammen, aber die Maserung ist jetzt einmal hier rundherum so. Ja, ist halt schöner. Und ich habe mir hier wieder eine Platte rausgesucht, die möglichst viel verschiedene Farben hat, also sehr hell und sehr dunkel ist, damit es später wieder so eine richtig schöne Maserung bekommt, wenn wir das dann einölen. Schneid mir die Blenden genau auf die richtigen Höhen zu, sodass da noch minimale Spalte sind und dann passe ich die an. Wie mache ich die Blenden jetzt fest? Folgendes, ich habe jetzt hier wieder so Zwischenlegpinöpel, also alter Meterstab oder dieses Stahlmaß. Das ist halt einfach, das ist ein Millimeter dick und das andere eher zwei. Hier reicht das Stahlmaß. Ich lege mir das Stahlmaß hier unten auf. Dann passt die Schubladenpinöpelblende genau hin. Wichtig ist jetzt, ich gucke erst nochmal, ist mein Bild hier fortlaufen? Nicht, dass ich wieder eine Blende verkehrt rum einbaue und das... Hä? Hä? Ah! Seht ihr? Gut, dass ich es gemacht habe. Dann haue ich jetzt auf die Rückseite ein bisschen Heißkleber drauf. Flatsch, flatsch, flatsch. Ranpressen, super schnell. Ah. Oh, fuck. Ich muss aufpassen, dass ich den Tisch jetzt nicht hinten runterschmeiße. Ich werde mir jetzt, dass ich besser pressen kann, hinten noch eine Zwinge an der Werkbank befestigen, dass der nicht rutscht. So, gut, müsst ihr soweit halten. Zieh mal raus. Die Länge der Schrauben sollte definitiv so lang gewählt werden, dass sie auf keinen Fall vorne rausschauen. Das heißt, wenn ich hier 2x15er Blenden benutze, dann habe ich eine Stärke von 30. Da benutze ich aber sicherheitshalber lieber nur 25er Schrauben, dass ich auch auf keinen Fall durchkomme. Tataratata, die Blenden sind dran. Ich habe mir vorhin gleich hier schon oben markiert, dass ich auch immer die Bretter richtig rum abschneide, dass das Muster auch fortlaufen bleibt. Es ist mir jetzt relativ genau ausgegangen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, aber ich sage es euch trotzdem, dass ihr es wisst. Es ist hier oben nicht perfekt geworden. Man sieht einfach schon, dass der Schrank vielleicht irgendwo nicht ganz hundertprozentig perfekt ist. Das heißt, die oberen Blenden habe ich grob eingepasst. Da ist der Spalt jetzt hier außen tatsächlich ein bisschen schmäler als hier innen. Und hier bei der Seite habe ich leider so ein Sauspänzchen reinbekommen. Das geht hier so ein bisschen runter. Das ist, weil ich irgendwie beim Sägen vorhin verkantet habe und habe das dann so abgekackt. Ja, ist echt saublöd. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ärgerlich, aber ist halt jetzt so. Ist das Kunst oder kann das weg? Bauen wir noch die Griffe, machen die dran und dann, glaube ich, wird eh schon geschliffen und geölt. Sieht sehr schön aus. Jo Leute, ich habe jetzt den Korpenis und die Schubladen soweit abgeschliffen und jetzt wird eingeölt. Da machen wir jetzt aber keine große Sache draus. Einfach ein bisschen Öl eingießen. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr. Den Rest stelle ich zurück. Und dann fleißig verwursteln. Oh. Geil. Flatsch, 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 flatsch. Wunderschön. Jetzt muss ich euch unbedingt mal den Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. Schaut euch das an, wie heftig das ist. Ich meine, das Öl ist jetzt noch feucht, ist klar. Aber dieser Unterschied, wie geil. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ich finde es gigantisch, wie geil, dass das danach aussieht.
Ich gebe euch da einen Tipp, wenn ihr euch solche Multiplex-Platten kauft, schaut immer darauf, dass ihr Platten bekommt mit möglichst viel hell-dunkler, gemischter Maserung, weil es einfach dann mega gut rauskommt. Gut, ich streiche jetzt den Rest noch an und lasse das mal einziehen über Nacht. Das Öl ist jetzt hier über Nacht eingezogen und ich muss jetzt tatsächlich nichts wegwischen. Das ist einer der riesen Vorteile des Öls, dass das wirklich eigentlich komplett einzieht. Meiner Erfahrung nach bis jetzt ist es immer komplett eingezogen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt auch noch eine zweite Schicht drüber machen. Das spare ich mir jetzt aber. Das heißt, wir bekommen hier nicht so hässliche Schlieren, wie es teilweise beim anderen Öl ist. Ich zeige euch da mal was. Das zum Beispiel, das ist der alte Ölbecher von dem Öl, was ich davor immer benutzt habe. Jetzt schaut mal her, was da für Verkrustungen dran sind. Oh, da. Und diese Schlieren, die hätten wir dann rein theoretisch auf den Möbeln. Die müsste man dann wegwischen. Da ist halt der Vorteil beim Heliacare-Öl, dass wir das nicht haben. Da wird es sauber, das zieht ein. Bei den Griffen kann man jetzt sehen, da ist das Öl nicht komplett eingezogen. Hier ist noch ein bisschen was drauf. Ich weiß nicht, wie gut man das erkannt. Ja, und unten vor allem. Oh, unten ist noch was drauf. Und das nehme ich jetzt einfach mit einem öligen Restlappen. Also, wie ihr seht, ist der schon recht ölig. Den nehme ich immer wieder her zum Einmassieren. Dann nehme ich jetzt den Rest weg. Erstmal das Grobe mit dem Lappen und dann nehme ich nochmal einen etwas sauberen, trockeneren Lappen und ziehe das nach. So mache ich die jetzt alle sauber. Und wenn ich die abgezogen habe, kann ich den Lappen einfach zusammenknüllen und irgendwo hinlegen. Wie in meinem Fall in dem Regal da hinten, da hänge ich die mal hin. Da habe ich jetzt den Vorteil bei dem Öl, dass die Lappen sind nicht selbstentzündlich. Bei einem anderen Öl muss man extrem aufpassen, weil sich die selbst entzünden können. Da haben wir hier nicht das Problem. Ich schraube jetzt meine Griffe hier fest. Ich habe jetzt hier den Griff mittig ausgerichtet, habe es einfach gemessen und habe den mittig reingemacht. Spann mir den hier mit einer Schraubzwinge grob dran. Und der Einfachheit halber und auch aus optischen Gründen mache ich den jetzt hier bei der Schublade Oberkante. Da habe ich hier den Bohrer. Den habe ich genauso lang eingestellt, dass er von der Länge hier passt, ohne dass er dann durchgeht oder so und auch weit genug reingeht. Und jetzt bohre ich hier mal Pi mal Auge. Natürlich bohre ich zwei Löcher, weil ich zwei Schrauben brauche. Irgendwie bohrt der Bohrer nicht, der brennt sich da rein. Wieso brennt sich der da so rein? Und dann habe ich eine Schraube rein. Ganz wichtig, in dem Griff müssen wir auf jeden Fall auch ein Stückchen rein vorbohren, dass uns der nicht aufreißt oder springt, wenn wir eine Schraube reinmachen. Und jetzt ist der Griff hier befestigt. Und das mache ich jetzt bei allen Schubladen. Aber ich mache, glaube ich, noch ein kleines Special. Ich hoffe, dass das dann auch cool ist. Das seht ihr aber, wenn es fertig ist. Also ja. Hier habe ich noch zwei so Teilchen zurechtgeschnitten. Da habe ich einfach 3,15er Multiplex-Platten aneinander geklebt und habe die halt so ausgeschnitten mit der Bandsäge. Das werden Niederhalter für die Säge, seht ihr dann, wenn es fertig ist. Die werden einfach von unten jeweils verschraubt, also von innen, vom Korpus, mache ich da jeweils eine Schraube rein und dann wird er niedergehalten. So ist der Plan zumindest. Jetzt werde ich hier die Säge ein wenig absaugen und säubern und dann kommt die Hochzeit oder Fusion. Das ist sie also nun, meine neue Tischkreissägen-Unterkonstruktion mit ganz vielen Schubladen. Schaut her, hier sind meine Schiebeklötze drin und so weiter. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr bloß dieses eine Kästchen baut, macht nur auf eine Seite Schubladen und auf der anderen Seite macht ein großes Fach, wo ihr die Absaugung reinmachen könnt. Da habe ich aber noch ganz andere Pläne und es wird bei diesem Ding auch weitergehen. Das heißt, das ist jetzt erstmal Teil 1, mehr oder weniger. Ich baue hier noch einige Sachen an, vermutlich. Eventuell, also als nächstes kommt wahrscheinlich hier eine Fräse und ich bin am Überlegen, ob ich dann noch ein paar ganz spezielle Sachen machen möchte. Ich habe auf jeden Fall schon Teile bestellt. Ich hoffe, es gefällt euch und was ich noch hoffe, dass euch dieses Design hier gefällt mit diesen schrägen Griffen. Ich finde, das macht mega viel aus. Da wird es gleich irgendwie zum Designerstück. Ist natürlich Geschmackssache, aber schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich freue mich, dass ich euch wieder mal unterhalten konnte. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da und schaut euch gleich die nächsten Videos an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, Servus. Huiya! Au!